Yo, you feel the pressure. Herzlich willkommen hier bei der Kampfzelle. Ich bin der Gohan und heute wollen wir uns den CW gegen das Team anschauen. Ein internationaler Clan. Leider hat es nicht zu einem Sieg gereicht. Es waren nur 2-3 Sterne Fights dabei von uns. Und wir haben 7x3 Sterne bekommen. Das ist natürlich sehr suboptimal gelaufen. Aber lasst uns erstmal unsere Fights anschauen. Wie ihr sehen könnt, haben wir mit 62-67 verloren. Wir hatten aber eine Gesamtzerstörung von 84,57%, also wirklich ein sehr guter Wert. Aber es hat nicht gereicht dafür, dass wir diesen Krieg gewinnen. Wie ihr sehen könnt, hatten wir wieder etwas Pech. 98%, 98%, 97%, 96%. Mit etwas mehr Glück gewinnen wir diesen CW. 95%, also es ist wirklich sehr, sehr blöd gelaufen, aber leider ist das manchmal so. Hier haben wir auch 91%, wieder 91%, 99%, 94%. Leider können wir das nicht ändern, das ist manchmal so. Hoffen wir, dass beim nächsten CW besser wird. Also lasst uns jetzt mit unseren Fights, mit den 3-Sterne-Fights beginnen. Der erste Fight ist von unserem Miley auf die Nummer 28 des Gegners. Wie ihr seht, kommt er mit einem Queen Walk, mit Bolon und 2 Pickers. Die Babydrachen, die die Truppe, die die Queen in die richtige Richtung lenkt. Hier hat er etwas Glück, dass der Single Inferno gleich von seiner Queen wieder loslässt. Der Gift kam schön richtig dahin, wo die Clanburg ist. Und wie ihr seht, laufen die Truppen alle zusammen. Die Queen hat leider der Single Inferno dahin gerafft. Aber die Truppen laufen mit den Heilern dahinter. Sehr schön, alle zusammen im Kreis. Das ist genau das, was man haben möchte. Der Packer und der King vorne weg. Die nehmen den kompletten Schaden auf, öffnen die Mauern für die Bowler. Noch einen letzten Wut, um den Single Inferno auch wirklich gleich auszuschalten. Und gut, dass die Heiler noch da sind, so konnte die Riesenbombe keinen Schaden mehr ausrichten und das war ein sehr schöner Fight auf 3 Sterne von Miley. Der nächste Fight ist von Shooter auf die Nummer 24. Ja, auch er kann 3 Sterne. Er war gefühlt ein Jahr komplett inaktiv, jetzt ist er wieder voll dabei, ist schon bei 6000 Trophäen mit seinem Hauptdorf. Und mittlerweile schafft er es sogar in einem CW 3 Sterne einzufahren. Wirklich nicht schlecht von ihm. Der Gift schön auf die Burg, die Hexe hatte keine Chance. Die Bowler kommen rein, um die Mine in die richtige Richtung, Richtung Zentrum zu lenken. Und der Heil und Wut, dass die Mina gleich richtig aufräumen in der Mitte. Der Warden läuft hinter den Minern her und hat alle Mina gleichzeitig getroffen mit seiner Ability. Wirklich sehr schön. Die Queen läuft gemütlich außenrum. Die Mina räumen in der Mitte alles auf. Und so ist nicht mehr viel übrig. Sehr schöner Fight von Shooter. Da haben wir noch ein paar Miner, die der Queen helfen. Jetzt hat er noch die Queen gezündet, weil die Zeit etwas eng wurde. Aber da nur noch der Warden übrig ist beim Gegner, ist dies natürlich kein Problem mehr. Jetzt wird noch das letzte aufgeräumt. Und da sind die 100%, 3 Sterne. Leider haben diese zum Sieg nicht gereicht. Also wie ihr sehen könnt, haben wir alle Angriffe eingesetzt. 3 sind nicht so ganz glücklich verlaufen. Die werden wir uns gesondert in einem Video anschauen.
Wie schon gesagt, haben wir nur 2x 3 Sterne, dafür sehr viele hohe Prozente. Aber das bringt einem nichts. Und zum Abschluss wollen wir uns noch den heroischen Angriff von Kermit anschauen. Unsere Nummer 24 auf die 10 des Gegners. Er kommt mit einem Queen Walk und hat Bowler und Valkyren dabei. Hier geht es darum, sicher 2 Sterne zu holen. Was ihm auch gelungen ist. Der Wut, dass der King die Queen nicht tötet. Und nur noch ein Bowler und ein Babydrachen, dass die Truppen auch wirklich alle in die Mitte verlaufen. Und nun der Wut und der Heil. Und jetzt kommen die Valkyren. Und der Warden gezündet, dass die Truppen auch überleben und genug Prozente holen. Wirklich ein sehr schöner Fight. Auch hohe Prozente, das bringt uns weiter. 73% beim ersten Fight auf die Nummer 10. Und das als heroischer Fight. Wirklich sehr schön gemacht. Das war's mit diesem Video. Wie gesagt, leider haben wir den CW verloren. Aber der nächste CW wird sicherlich besser laufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.